Herkese merhabalar. Ahmet Selim Şimşek ben. Bizim toplam Aralık ayında 5 tane vaka vardı evimde. Yani Kasım'da bir başladı bizim ölümcül kedi gençlik hastalığı. Ve toplam 5 tane vaka vardı evin içinde. Yani hastalığı atlatan 5 tane vakamız vardı arkadaşlar. Maalesef 4 tane yavru kediyi tüm müdahalelere rağmen kaybetmiştik. Ve bu yavru kedilerin aşı olabilmeleri için özellikle ilk aşı biraz bir beklememiz gerekiyordu. Onlar da bekledik. Veterinere tedaviye götürdük. Sonra 5 tane yaşayan olan kedilerimiz, biri Silvia, biri gri olan kedi, biri kara sefa yani ufak siyah beyaz, Nicole ve Lily. Bunların da 3 tanesi ağzında bir sorunları çıktı. Artık kedi gençlik hastalığının yan etkiler mi veya kendileri mi hastalığı, ama 3 tane kedi de aynı hastalık olduğu için ben de tabii ki düşündüm, yani yan etki olabilir bu. Çünkü 3 kedide diş sorun çıktı arkadaşlar. Bunun üzerinde 2 tane 3 tane yavru kedi aşı yapmadık. O da bizim Lili, bizim Kara Sefa ve ayrıyeten bizim Nikola. Ve sonunda bugün de onlara da son aşıları yaptık ve artık yani bundan sonra da kısmet olursa bir daha böyle bir şey başlarına gelmez. Çünkü 1,5 yaşına kadar bu hastalığı bulaşabilirler. Dur Pepa, dur. 1,5 yaşına olana kadar bu hastalığı bulaşabilirler arkadaşlar yani. Bundan sonra biraz daha yani o kadar hassas olmuyor vücutlar demiş bizim veteriner. Yani o kadar hemen bulaşmıyor bunlara bu hastalık tekrar. Onun için biz de aşılarımızı yaptık. Zaten kediler yaklaşık, zaten siz de biliyorsunuz. Yani bizim Lili zaten 6-7 aylık. Bizim Nicole 4 aylık. Ve diğer kediler de aynı yaşta, Nikola'nın aynı yaşta aşağı yukarı. Ve şimdi de yani ilk aşı oldukları için inşallah bir de öyle bir şey başlarına gelmez veya bir daha hiç öyle bir hastalıkla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Çünkü nasıl bir drama yaşadığımız evde siz de gördünüz. Elimizde büyüttük olan yavru kediler de maalesef kaybetmiştik arkadaşlar. Yani bizim Nicole kaybettik, bizim Zeki kaybettik, bizim Leo kaybettik. Yani hiç beklemedim olan yavru kediler maalesef tüm müdahale rağmen kaybetmiştik. Böyle bir kötü hastalıktır maalesef bu kedi gençlik hastalığı. Ve bugün de nihayet iyileştiler ve ilk aşılar oldular. Ve kısmet olursa hafta cuma günü de hasta olan dişleri var. Çekilmesi gereken olan dişleri var. Üçünün. Yani bizim Lili, bizim Kara Sefa ve bizim Nikola. Onu da artık haftaya cuma günü biz de onların dişlerini çekeceğiz kısmet olursa arkadaşlar. Yani bir hafta bir geçsin dedi aşıdan sonra dedi veterine. Ondan sonra ilk aşılar yapacağız. 200 yıl için Nur Gülşen'e çok teşekkür ediyoruz. Herzlichen Dank an die 200 an Nur Gülşen. Und hallo und herzlich willkommen zum Live-Video bei Cats and Gold. Es geht heute darum, dass unsere Katzen, die Katzenseuche hatten, die haben wir heute auch die letzten von denen geimpft. Also meine Katze Nicole, Lilly und der Karasefer, der kleine Schwarz-Weiße, die haben heute ihre erste Impfung bekommen. Denn wir hatten ja vor einem Monat, vor eineinhalb Monaten ungefähr, ein großes Drama hier zu Hause, wo sie sich alle angesteckt hatten. Und wir auch, egal was ich getan habe, es sind leider 4 von den Babys auch gestorben. Das ist ja die Doreen, der Leo oder der Zeki oder der von den drei Geschwistern, der Gelbe ist ja auch überraschungsmäßig gestorben. Und egal, was man da gemacht hat, es war auch wirklich gut, dass man das Mittel bekommen hatte, das Gengift, das Felisarin-Plast, das wir die anderen noch behandeln konnten. Und das ist auch wirklich das gesamte Mittel. Die 10 Tuben sind dafür auch ausgebraucht für die Katzen. Und es haben halt auch die Katzen es dann noch geschafft und die haben es überlebt. Und ich war auch letzte Woche schon mit denen zum Impfen beim Tierarzt, aber die hatten etwas mit den Zahnprobleme. Und deswegen habe ich ihre Impfung ein bisschen verschoben gehabt. Und dann waren wir heute beim Tierarzt und die wurden jetzt geimpft. Und ich hoffe natürlich, dass sowas nicht wieder vorkommt. Jetzt sind alle Katzen zu Hause geimpft. 5 von denen haben die erste Impfung und alle anderen haben 2 Impfungen hinter sich. Also der Graue, sein Bruder, der Karasheffer, die Lilly, die Silvia, der Messhut und auch die Nicole haben alle eine Impfung. Und die bekommen auch alle innerhalb der 2 Wochen dann auch die andere Impfung, weil eine Impfung hilft nur zu 65% schützt sie, meine Tierarzt. Deswegen ist eine zweite Impfung auch 2 Wochen später sehr wichtig. Und die kommen dann noch am Freitag, nächsten Freitag bekommen sie dann nochmal
die kranken Zähne bezogen. Ich glaube, das musste auch eine Nebenwirkung sein wegen der Katzenseuche, weil wenn es 3, 4 Katzen hier kranke Zähne haben, ist es natürlich auch ein bisschen merkwürdig, dass sie alle auch die gleiche Stelle, die gleichen Zähne krank sind. Ich glaube eher, das ist schon von der Katzenseuche eine Nebenwirkung. Und gut, dass es die Zähne sind und nicht irgendein anderes Organ. Zähne kann man ziehen und die können auch damit leben. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass sowas nicht nochmal zustande kommt. Ne? Und hier sind einmal zum Beispiel der Graue, der hängt ja nur an mir, der ist die ganze Zeit neben mir. Der ist sehr, sehr anhänglich. Das ist der einzige noch ohne Name. Bu bizim Graue dediğimiz kedi arkadaşlar. Bu da ilk aşısı oldu. Kedi gençlik hastalığı atlattı. Ve tek isimsiz olan kedimiz bu var şu anda. Graue diyoruz buna. Erkek bir kedi. Ve bakın diğer kediler de bu şekilde üstümde. Mini ist auch hier bei mir und natürlich der Pepper auch wie immer hier bei mir auf dem Schoß. Gördüğünüz gibi bunlar da her zamanki gibi yanımdalar arkadaşlar. Bizim Bounty de oradan bakıyor. Bu arada kısırlaştırdık bir de kedileri. Die haben wir auch kastrieren lassen, die Katzen. Für Silvia ist es auch nicht mehr so weit hin, dass sie dann kastriert wird. Ich habe schon gezeigt, dass im Laden auch alle Katzen kastriert sind jetzt. Das war das Video gestern. Dünkü videoda gösterdim dükkandaki kediler hepsini kısırlaştırdım şu anda. Ve bakın bunlar da ilk aşıları oldu. Ve bizim erkekler de burada kısırlaştıracağız artık. Auch die Männchen hier werden kastriert. Zum Beispiel so wie hier der Drache oder der Pepper, die beiden anhänglichsten Katzen hier. Es wird bald so weit, dass die auch kastriert werden. So, dann sind eigentlich fast alle Katzen kastriert, die ich habe. Neredeyse bütün kedileri kısırlaştırdık arkadaşlar, tedavi ettirdik, hayatlarını kurtardık. Mamalarını veriyoruz, aşılattırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz bu sokak hayvanlara. So, somit haben wir hier diesen Katzen das Leben gerettet. Ich habe die kastrieren lassen, ich habe die impfen lassen. Ich gebe denen immer Futter, Wasser. Was kann man da noch machen für die Katzen? Also ich habe wirklich für die alles gemacht. Das sind alles hilflose Katzen. Katzen, die heute nicht mehr gelebt hätten. Und bunlar hepsi çaresiz kedilerdi arkadaşlar. Bunlar kimse bunlara bakmıyordu. Kimse bunlara sahip çıkmadı. Ben bunları aldım, sahiplendim. Ve bakın bu kediler hepsi sokaktan geldiler. Diese Katzen sind alle von der Straße gekommen und denen habe ich allen das Leben gerettet. Und mittlerweile auch hauptsächlich alle kastriert, geimpft und sie sehen alle gesund aus. Und man hat denen allen wieder ein Leben geschenkt. Also hier ist gar keine Katze von denen gekauft oder so. Die kommen alle von der Straße. Denn buradaki gördüğünüz olan kediler arkadaşlar hiçbiri satın alınmadı. Bütün bu kediler çaresiz, hasta, ölmek üzere olan kedilerdi. Bakın iyileştirdik ve sahip çıktık ve burada yaşıyorlar şu anda. Bizim Bela da burada. Seni de yine veterinlere götürmemiz lazım. Sen de gelmiyorsun. Bizim Pepa çok bağımlı bana arkadaşlar. Der Pepper hängt sehr an mir. Der ist immer bei mir, der will immer gekraut werden. Und die Nicole ist hier unten in ihrem Babykarton. Und der geht es auch gut. Der Mesut ist hier unten. Mesut da eve iyice alıştı arkadaşlar. Bakın orada aşağıda kalıyor şu anda. Frank Caroli bize 100 yıldız gönderdi. 100 yıldız için çok teşekkür ederim. Ganz ganz herzlichen Dank an Frank Caroli. Und die 100 Sterne für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats & Gold. Und das ist der Mesut. Das ist der letzte Kater, den ich aufgenommen hatte. Von der
hem restorant. Bu da restorandan sahiplendim arkadaşlar. Dışarı atıyorlardı. Ve getirdik. İlk aşısını yaptırdık. Ya da schon seine erste Impfung. Ve bizim Drache da çok ürkek bir kediydi. Arabadan atmışlardı seyir halinde ve bakın artık hiç korkmuyor insanlardan. Der Drache ist auch einer, der vom Auto rausgeschmissen wurde, während das Auto gefahren war. Es war am Fahren und schaut mal, wie der Drache jetzt mittlerweile zahm geworden ist. Der war nämlich ein ganz, ganz scheuer Kater und er hat hier auch wieder sein Vertrauen wiedergefunden bei mir und geht auch kaum aus dem Haus raus, obwohl die Tür immer auf ist und fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Also die Leute, die die Seite Cats & Goats schon länger folgen, die wissen, wie der Drache war, was der alles durchgemacht hat und wie es dem ging, wo der zu mir kam und wie der heute mittlerweile ist, der Drache. Und das ist der Karasafa. Ist auch ein Tier, was jetzt geimpft wurde. Der Karasafa war von den Tierärzten als tot erklärt. Und der hat es wie in einem Wunder wieder geschafft. Der hat es überlebt. Der hat sogar einen Tag kein Phylloxerin bekommen gehabt, obwohl der so krank war. Der Tierarzt meinte, der wird sterben. Das Mittel für die ganzen kranken Tiere reicht jetzt sowieso nicht aus, meinte er. Und er hat den schon für tot erklärt gehabt und hat dem einen Tag kein Phylloxerin mehr gegeben gehabt. Und es ist wie ein Wunder. Der hat es wirklich doch noch überlebt, auch ohne das Phylloxerin den einen Tag, wo der Tierarzt ihn für tot erklärt hatte. Yani bizim veterinada kara sefa ölü diye ilan etmişlerdi. Elimizde ilaç çok azdı arkadaşlar. O da yaşamaz diye ilacını kesti bir gün. Çünkü az ilaç vardı elimizde. Çok hasta, ihtiyacı olan, yaşayabilecek olan başka kedilerimiz vardı o gün. Ve bakın mucize gibi yaşadı. Ve o da ilk aşısını oldu. Ve inşallah bir daha da hastalanmaz. Und ich hoffe natürlich, dass der nicht noch einmal krank wird. Oder hier zum Beispiel die Silvia. Zwei tapfere Katzen nebeneinander. Die beide die Katzen solche überlebt haben und auch geimpft wurden. Und eine Katze, die sehr unauffällig ist, aber sehr, sehr lieb ist, wie so ein kleines Spielzeug. Die kann man immer fangen, wann man will. Das ist immer hier die kleine Lilly. Yani çok sakin, sessiz, hareketsiz olan bir kedimiz var evde arkadaşlar. O da bizim Lili. Ne zaman istesem bakın şöyle yakalıyorum. Kaçmaya çalışsa bile yakalıyorum ve seviyorum. Ama çok çok uysal bir kedi. Çok çok sessiz, masum bir kedi. Bu da ilk aşısının oğlu. Yani bizim Lili de gerçekten çok çok tatlı bir kedi. Bayağı bir sakin bir kedi aynı zamanda. Hiçbir şeye karışmaz. Ve sadece mutlu olmak istiyor. Bakın bizim Nicole. Bir şey söylememe gerek yok. Evin en fırlama kedilerden birisi. Biri Nicole, biri bu. İkisi çok fırlamalar. Aber das sind hier die beiden aktivsten Katzen. Einmal die Nicole, da muss ich das nicht sagen, das wisst ihr alle. Und einmal der Graue. Das sind auch beide, die Katzenseuche überlebt haben und auch geimpft wurden. Der hat schon vor 4 Tagen seine erste Impfung bekommen und die haben auch Impfung bekommen. Und was greifst du hier das Gimbal von unten an? Hä? Was ist hier los, du kleiner süßer Katerdrache? Was ist los, dass du das Gimbal angreifst? Hä? Du wirst gekraut werden. Und du auch. Bunlar da sevilmek istiyorlar. Aç değiller arkadaşlar. Bakın her zaman mamaları var. Die wollen gestreichelt werden. Die haben keinen Hunger. Die haben immer Futter und Wasser hier stehen. Rechts ist Kittenfutter.
Links ist Futter für Erwachsene und in der Mitte ist Wasser. Vor der Haustür haben wir auch Futter und Wasser stehen, sowohl unten als auch oben. Yani her yerde mama var evde arkadaşlar ve bakın orada bir yere dolabın içinde bir kedi var. Silvia da izliyor. Ses geliyor oradan. Bagira sen misin orada? Sen de kapkarasın. Kim var başka içeride? Siz nasıl girdiniz oraya? Wie seid ihr da reingekommen? Bagira und Gretel. Die beiden Katzen, die zum aufgewachsen sind. Und die anderen sind natürlich gleich alle neugierig. Und schauen, was ist da los. Psch, 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 psch. Gell, gell, Schokoladen, gell, Drache. Gell, komm da raus, Drache. Da ist nichts für dich drin. Der Peppa. Da wurde. Letzter Schein. Burada bakın ne güzel yatıyor. Die Starschein ist auch hier und schläft auch da ganz süß. Also so sieht man die Katzen, die heute geimpft wurden. Dass es ihnen auch gut geht, dass sie wieder gesund sind, dass sie glücklich sind. Und hier Bounty ist auch sehr glücklich. Und die bekommen in 15 Tagen wieder ihre andere Impfung. Und schaut mal hier, Erstgeborener ist hier ins Häuschen gegangen und hat sich da schlafen gelegt. Die Katzen haben keinen Hunger, aber die warten einfach auf Feuchtfutter. Die bekommen zweimal am Tag Feuchtfutter von mir und die wollen einfach Futter haben, dann bekommen die auch jetzt ein bisschen Feuchtfutter, damit die auch tamam Mesut, tamam, tamam, hier, hier, so. Es ist für euch alle was da. Für euch alles was da. Tamam? Ich hab den Sommer mal wach. Benimmt euch bitte. Da sieht man auch, dass die Katzen jetzt auch hier schön fressen. Kediler şu anda yemek yiyorlar ama hepsi değil. Bakın bizim Bella hiç umurunda değil. Mama var mı yok mu? Die Bella interessiert es gar nicht, ob Futter da ist oder nicht. Die Nervensäge frisst immer zuletzt. Und schaut mal, der Drache spielt auch lieber da hinten. Bizim Drache da arkada oyun oynuyor arkadaşlar. Ve bakın Lili ve geri kalan kediler hepsi yemek yiyorlar şu anda. Biraz artırlar mı onlar mamalarını? Bu konuda bir şey sormaya. Mesut.
Und somit haben die auch jetzt alle Futter bekommen. Bu şekilde de hepsine mama vermiş olduk şimdi. Der Mesut hat auch geschlafen gehabt und die kleine Lilly, die unauffälligste von allen, ist aber beim Fressen immer als erstes dabei. Und hier haben wir alle vier Kranken, die kastriert wurden, auch nochmal hier auf einen Blick. Geimpft wurden, kastriert, geimpft wurden. Lilly, Nicole, der Karasheffer und der Graue. Und Erstgeborener will hier gekraut werden. Machen bu şekilde. Kediler şu anda mutlu bir şekilde hem yemek yiyorlar hem bir taraftan oynuyorlar. Der Drache spielt hier. Und so fühlen sie sich jetzt ganz wohl. Sie haben auch die Impfung gut überstanden. Aşı da iyi atlattılar arkadaşlar. Petra Pöschke schreibt, aber die bunte Katze muss unbedingt zum Tier so doll wie die speichelt. Ja, ich weiß, sie kommt aber mal in der Nacht. Wenn du morgen früh da bist, kommen die gleich sofort zum Tierarzt, bekommen eine Spritze. Dann geht es hier wieder 2 Monate gut. Die bekommt alle 2 Monate eine Spritze. Kediye de 2 ayda bir yine yapıyoruz. Çünkü dudağı şişiyor. Peppa, was ist mit dir? Warum schaust du mich so an? Was ist los? Da ist genug Futter da, Peppa. Ja, da ist genug Futter da, Peppa. Bizim Peppa da bana öyle bir bakıyor ki. Bakın Erstgeborener Kurmama daha fazla seviyor. Unser Erstgeborener mag das Trockenfutter mehr. Was da drin ist, das Kettenfutter. Und der Drache bekommt sich ja gar nicht mehr ein, wie der hier spielt. Der Drache. Der gibt ja keine Ruhe. Der will einfach nur spielen. Und hier sind die neu geimpften Babykatzen. Die Jungtiere. Die Colt, der Graue und Karasheffer. Und hier nochmal die Lilly. Die kleine liebe Lilly. Ja, zwick nicht so weg. Ich streiche dich sowieso. Ich fange dich sowieso. Das weißt du doch ganz genau, Lilly. Du weißt doch, dass ich dich bekomme, wie langsam du bist. Kennst du deine Herr? Tu dir Kalium, Lilly. Hermann, sein Testimolbe. Kennen es hier die Tür. Lilly, tamam. Kannst dich gleich ergeben. Ich bekomme es sowieso hin, dich zu streicheln. Verstanden. Der Karasheffer ist jetzt satt und fängt an, sich zu putzen. Ja, Lilly, schaust du mich an? Willst du weitergekraut werden? Willst du weitergekraut werden, Lilly? Na, du zwickst da, du zwingst da, du haust da ab, ne? Aber schau, sobald ich anfange zu krauen, ist es für dich dann okay, ne? Dann freust du dich, wenn ich anfange zu krauen. Wenn ich die Hand hinhalte, nimmst du die erstmal weg. Und Lilly wurde heute auch geimpft. Lilly'nin de bugün ilk aşısını yaptık arkadaşlar. Das ist eine Katze, die eigentlich nur im Haus drin leben sollte. Die geht auch wenig aus dem Haus raus. Die hat auch eine Mischung. Und der Bruder von ihr ist leider wegen der Katzenseuche gestorben. Der Leo. Bunun kardeşi de maalesef öldü. Kedi gençlik hastalıktan arkadaşlar. Sie hat dann nach dem Leo
sich nicht mit einer anderen Katze richtig verstanden, obwohl sie einen guten Monat mit den anderen in der Quarantäne war, war sie auch ein Einzelgänger. Die habe ich 12 Tage mit der Spritze gefüttert, weil sie nicht fressen konnte wegen der Krankheit. Also die war auch fast tot wie der Bruder. Dann habe ich das Futter mal ein bisschen flüssig gemacht, dass wenigstens ein bisschen was in den Magen bekommt. Und das ging dann 12 Tage lang. Und dann hat sie es doch überlebt. Bunu da 12. gün enjektörle besledim arkadaşlar. Bu da kardeşi ölmüştü zaten. Kedi gençlik hastalıktan. Çok sakin bir kedi. Bunlarla aynı odada kaldı. Bakın. Grava ile Nicole ve Kara Sefa. Onlar iyi kaynaştılar. Ama bizim Lili ile kaynaşmadılar. Also die waren in einem Zimmer. Der Graue, die Lilly, der Karasafa und die Nicole. Karasafa, Nicole, Karasafa, Nicole und der Graue sind sehr dicke Freunde geworden. Aber die Lilly ist da mehr sehr zurückhaltend und ist auch eine Katze mit einem eigenen Charakter. Aber wie ist sie, die fällt mir auch immer mehr auf mit ihrer süßen Art. Die kleine Lilly. Und ich kann auch froh sein, dass sie noch lebt. Dass sie auch bei mir gelandet ist. Mit der wäre nicht jeder klargekommen hier, glaub mir. Keiner hätte gewusst, wie er dich füttert, wie er dich satt bekommt, wie er dich zum Tierarzt bringt, wann er dich zum Tierarzt bringt. Es gab ja Tage, da war ich dreimal mit dir beim Tierarzt am gleichen Tag. Aber jetzt ist der Spuk auch vorbei und du hast auch deine erste Impfung bekommen. Lilly, ne? Gabi Andreas Schiffer schreibt, könnte auch eine britische Kurzhaar sein. Ja, das und das britische Kurzhaar mit drin, das meinte der Tierarzt auch. Und das ist hier unsere Lady Di, eine der auffälligsten Katzen. Auch eine große Zicke. Schau mal, die Nicole zickt, will den Erstgeborenen anzicken. Und die Babys sind alle gleich hier, weil die warme Klimaanlagenluft gleich zu denen kommt. Schaut mal, die von der Klimaanlage ist sehr, sehr kalt bei uns. Bizim burası havalar çok soğuk arkadaşlar. Ve kediler bakın klimanın karşısında bekliyorlar. Ve Mesut genelde dışarıda kalıyor. Ama bakın soğuktan bu da içeri girdi. Der Messhut ist auch normalerweise draußen, aber schaut mal, auch der ist jetzt wegen der Kälte hierher reingekommen. Das finde ich ganz süßer. Und Lilly will es auch in das Häuschen rein. Aber Lilly, da ist Erstgeborener drin. Nicht, dass Erstgeborener dich haut. Lilly da eve girmek istiyor. İçinde Erstgeborener var. Dikkat et. Erstgeborener seni dövmesin. Sei nicht zu neugierig. Und der Karasheffer hat immer so ein ruhiges Gesicht. Da denkt man immer, der ist krank, aber der ist nicht krank. Der ist immer so ruhig, immer so nachdenklich. Marina Rose visualisiert mich Specialist Günderi. Çok çok teşekkür ederim 175 yıl için.
Marina Rosa hat uns 175 Sterne geschickt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 175 Sterne. An Marina Rosa. Und Lilly, was ist mit dir? Du bist heute so neugierig und schaust überall hin. Lilly, da buchen wir ja Merachle. Her yere bakıyor. Mesut da aşağıdan takip ediyor. Mesut çalışacak az falan lan. Jetzt sitze ich hier und da sind doch gleich Nicole und Silvia neben mir. Die Silvia ist ja auch geimpft. Und der Karasefa hat sich das hier zum Kissen gemacht. Hier. Auf dem Stuhl. Und wer ist da unten? Wer hat sich da unten versteckt? Drache, bist du das? Oder bist du das, Grete? Und im Karton. Ist wahrscheinlich der Drache. Und die Kartons sind alle voll. Kartonlarda hepsi dolu arkadaşlar. Bakın, şimdi çıktı buradan. Nervensäge. Nervensäge ist gerade aus dem Karton rausgekommen. Hier. Bella schläft tief und fest. Und hier schläft der Peanut. Sind Peanut da burada yatıyor. Ama yerdeki kartonlarda kimse yatmak istemiyor. Die Kartons, die da unten sind, will sich keiner hinlegen. Aber Bella, du hast dich kaum gerührt. Ist alles gut bei dir? Auch zum Futter hast du dich kaum gerührt. Alles gut bei dir? Gabi Andreas Schiffler fragt, wie geht es Aschkim? Aschkim geht es sehr gut, der liegt aber im Bett. Ne yapıyorsun kızım? Gerade hat jemand nach dir gefragt. Wolltest du nicht essen? Hm? Alles gut bei dir? Mini und Aschkim liegen ja hier schön im Bett. Und wie schnell bist du denn hier unten, Grauer? Sen de çabuk geldin buraya. Du bist ja schnell verschwunden von da oben. Ich hab gedacht, du bist doch da oben. Seni yukarıda sanıyordum. Ama bakın, bizim Grauer da hemen aşağı indi. Aşkım, sag's mal dein Ohr. Dein Ohr, alles noch gut, ja, ne? Ja, keine Angst, keine Angst, du kommst nicht zum Tierarzt. Alles gut, Aşkım, alles gut. Alles gut, keine Angst. Korkma aşkım, veterinlere götürmeyeceğim seni. Korkma, korkma kızım, korkma. Zeig nur dein Ohr, dass es alles wieder zurzeit gut aussieht. Ja, man sieht, dass aşkım ihr Ohr wieder besser aussieht. Ja, Nicole, du hast hier gefehlt. Ich habe ja gar nicht damit erwartet, dass du kommst. Und du auch, Karasefa, wie schnell seid ihr hier hinterher gekommen? Darf ich nicht? Und du auch, Lili. Ihr seid ja schneller hier, als ich denken kann. Kaum bin ich hier runtergekommen. Kommt ihr gleich hinterher. Kediler de hemen peşime geldiler. Aşağıya. Ha, wir wollen Aşkım sehen und nicht euch. Ihr seid ja oben.
Aşkım lan şlaf weiter, ne? Schlaf weiter, aşkım. Normalerweise gehen ja die Katzen raus, aber es ist so kalt, dass sie gar nicht raus wollen. Dass sie lieber hier in die warmen Zimmer wollen. Oben, unten, Klimaanlage. Und da habe ich vorhin eine Wolldecke raufgetan und schaut mal, schon liegen da zwei Katzen drauf. Da habe ich vorhin da ist raufgetan. Und da liegen schon Katzen drauf. Spatania sind jene koydum oraya. Ve bakın hemen orada yatmaya başladı. Und was machst du da am Schrank? Du machst meine Jackets kaputt. Was soll das? Weg hier mit dir. Weg. Da ist nichts drin. Raus. Raus hier, Baby. Wenn ihr nichts zum Spielen hättet. Meine Jackets macht sie kaputt. Ich weiß nicht, was da für sie neugierig ist. Die kommen alle immer hin und wollen den Schrank da aufmachen. Da hatten sie alle ihre Babys, sowohl Luna als auch Starshine drin. Und wer ist alles hier? Ist auch gerade ein Kater. Die haben hier auch immer Futter und Wasser natürlich. Und die bekommen auch Feuchtfutter. Hier steht immer Futter für die da. Bunlara da her zaman mama var. Und die haben ja vorhin schon Feuchtfutter bekommen. Vielleicht sind sie deswegen auch gerade unterwegs. Aber der schläft hier. Und natürlich sind gleich alle Katzen hier vor der Tür und neugierig, wo ich da rausgegangen bin. Sogar Lilly ist gleich wieder aufgestanden und war neugierig, wo ich hier hingegangen bin. Und kaum hört man, dass eine Tür aufgeht, ist auch gleich der Pepper hier. Nicht wahr, Pepper? Der hat so einen süßen Blick, immer, der Pepper. Und die beiden Brüder, die neu geimpften Brüder, liegen jetzt dort auf der Decke. Lilly ist auch geimpft, Silvia auch und Nicole auch. Yani bu 5 kedi aşılattırdık. Nicole, Silvia, Lili ve iki kardeş. Und aşkım will hier einfach ihre Ruhe haben. Und jetzt sind alle hier hinterher gekommen. Ich gehe mal wieder hoch. Vielleicht lassen sie hier Aşkım noch wieder in Ruhe hier liegen. Frank Kaul schreibt, Bett ist belegt, musst heute auf der Couch schlafen. Ja, auf der Couch oder im anderen Zimmer. Aber hier haben sie mit einem Spielzeug bis hierhin gebracht. Spielzeug mit so einem Karton und sogar da legen sie drauf. Drei, zwei, drei, vier, fünf, sechs Katzen. Wir gehen mal wieder hoch.
Ja, komm dir wieder nach. Ich weiß schon, wie ich die hochbekomme. Passt nur auf. Ich weiß, wie ich die hochbekomme. Kommen wir mal hier Leckerlis raus. Und dann sind die alle schneller, als man denken kann. Da oben. Ja, ich glaube, ich werde dann hier schlafen heute im Quarantänezimmer. Ist ja auch alles wieder desinfiziert und sauber. Putzfrau war ich schon dreimal da, nachdem sie da raus sind. Was ist Nervensäge? Manchmal habe ich das Gefühl, du frisst nichts. Letztens noch die Zähne gezogen gehabt, weil du so einen kaputten Mund hattest. Sind auch die Katzen wieder von unten gekommen und die bekommen jetzt auch dann mal Leckerlis. Ich dachte, ihr wart alle am Schlafmunden. Seid ihr doch alle gekommen, wo es Leckerli gibt. Seid ihr jetzt nur wegen Neugier hier? Nee, ne? Ihr frisst alle Leckerli. Meraktan gelmediniz buraya, değil mi? Durmamanızı yiyorsunuz. Belli. Und du, Bunte? Morgen früh nicht weggehen. Du musst zum Tierarzt. Okay? Nicht weggehen morgen. Dann schau, wie lieb du am bist, in der Früh lässt du dich nicht berühren. Vom Baum kommst du nicht runter. Gehst gleich auf die Dächer rauf, als wenn du wüsstest, wo ich dich hinbringen will. Und jetzt kommt auch Aschkim, ist auch neugierig geworden. Die ist jetzt auch da. Weil hier so viel gerasselt hat. Bisschen Aschkim da schon die Gelde. Und die Bunte lässt sich gerade hier einfach nur kauen von mir. Hier wurden auch die Zähne gezogen. Trotzdem schwellt es immer bei ihr an. Das ganze Futter habt ihr auch nicht aufgefressen. Ich hätte euch kein Leckerli geben sollen. Ihr hättet erstmal das Futter auffressen sollen. Das kann das Wasser trinken. Komm, Nervensäge, hier. Das darf nicht eintrocknen. Hier, komm, das essen. Hier ist genug Futter drin, Nervensäge. Bunte, dir reichte mein Beutel nicht, ne? Das weiß ich. Du willst noch einen Beutel, ne? Warte, das machen wir gleich, Bunte. Warte. Gel, kızım, gel. Gel. Hadi, 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 hadi. Hier. Hadi, hadi.
Ihr tut alle nicht so. Dort ist genug Futter in den Näpfen drin. Die Biscuit geht jetzt auch noch mal zum Futter. Die kommt auch von draußen, die war vorher nicht da. Bisschen Biscuit da. Yemeğe gitti şu anda. Az önce yemek yemedi. Und sogar Aschkim frisst hier gerade die Leckerlis, obwohl doch keine Zähne mehr hat. Schaut mal, sogar sie frisst die trockenen Leckerlis. Sie ist ganz von da unten hochgekommen, vom Schlafzimmer, und frisst jetzt hier ihre Leckerlis. Nicht wahr, Aschkim? Die wird dieses Jahr 17 Jahre alt. Unsere Katze Aschkim, die hat einen Ohrtumor. Der wird schon zum dritten Mal rausgeschnitten. Oder zweimal ist er nachgewachsen. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht mehr nachwächst. Mit ihrem Alter. Und da sieht man noch die Biscuit, die frisch kastrierte Biscuit. Gerade beim Leckerli fressen. Und hier sieht man die Bunte, dass sie auch gut fressen kann, auch wenn sie so eine angeschwollene Lippe hat und einen Mund im Allgemeinen sehr angeschwollen hat. Nee, Aschkim. Was schaust du mich so an? Ich dachte, du wolltest nichts fressen. Willst du doch was fressen? Willst du doch was fressen, Aschkim, hä? Willst du doch was fressen, hä? Hier. Komm. Das ist für dich, Aschkim. Hier. Aschkim ist auch so eine Katze. Die frisst nicht die Reste, die da drin sind. Die muss mal was Neues bekommen. Bizim kedi aşkım da öyle bir kedi ki içindeki artan mamayı yemiyor. Bayağı bir mama vardı içinde. Bunu her zaman taze mama koymam lazım. Muss ich immer frisches Futter legen. Und Aşkım, die Nervensäge und die Bunte sind hier die ältesten Katzen im Haus. So. Die Nervensäge ist auch mindestens 10 Jahre alt, schätze ich mal. Die Nervensäge. Weil die kam im gleichen Jahr, wo Aschkim herkam. Und seitdem lebt sie hier. Die war ganz, ganz scheu. Die habe ich ein bisschen gezähmt. Das ist die Mama von Paul und von Pepe und auch die Oma von Biscuit und Bounty. Die habe ich geschafft zu fangen und zu kastrieren, aber die anderen schaffe ich leider nicht zu fangen. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch, ne? Und schau mal, obwohl sie
eine kranke Lippe hat, hat sie zwei von diesen Futtern hier gefressen. Zwei Beutelfutter, mal 85 Gramm. Eine Dişiyoğ, Hasta, bakın yine de iki tane 85 gramlık mama yiyebildi bu. Bakın bitiriyor ikinci poşet. Der zweite Beutel ist auch fast alle. Pepper, was willst du eigentlich? Du schaust mich die ganze Zeit so an, du hast auch nicht gefressen. So, ich streiche gerade die Nervensäge und sie hat schon eine Pfote bereit zum Hauen. Falls etwas ist, was ihr nicht passt, haut sie gleich zu. Die hatte gerade die Pfote oben. Aber jetzt lässt sie doch ihr Kopf kraulen. Bizim Nervensäge kendini pek sevdirtmiyor. Ama bakın şu anda sevdirtiyor. Patisini kaldırmıştı hatta vurmak için. Ama şu anda güveniyor yine bakın. Yine patisini kaldırıyor. Tekrar gerade wieder ihre Pfote raus zur Sicherheit, dass ich schnell zuhauen kann. Aber sie scheint auch gerade zu genießen. Görüyor musunuz arkadaşlar bizim Nervensäge. Sie hat immer gleich die Pfote bereit zum Hauen. Die ist so. Und du, Aşkım? Bist du da hochgekommen zum Fressen? Und du, Bagira? Und Biscuit ist reingekommen, hat gefressen und frisst jetzt auch viel Leckerlis. Wer weiß, wo sie rumgestromert hat. Und der Drache ist heute aber sehr hyperaktiv. Der spielt ja hier überall herum. Wir sind Drache da, war ja hyperaktiv. Bach nach der Schlacht, der hat die Beute auch im Mund. Die Maus. Und der Karasefa schaut dazu. Karasefa, da ist Dür. Und hier der Mesut schaut auch zu. Und der Pepper ist immer bei mir. So und somit habt ihr heute gesehen, dass die Katzen, die die Katzenseuche hatten, auch alle geimpft wurden. Nächste Woche werden Nicole, Lilly und dem kleinen Karasefa auch Zähne gezogen, weil die sind sehr, sehr schlechte Zähne. Und ich hoffe natürlich, dass es auch alles so schnell wie möglich vergeht. Und wir bekommen dann in 2 Wochen auch die nächste Impfung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und für die Sterne. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kedi gençlik hastalığında tal olan yavru kedilerimiz aşılattırdık. Haftaya da bunların dişlerini de çekeceğiz. Lili. Karasefa ve Nicole'un 2-3 diş çekilmesi lazım. Maalesef bayağı bir çürümüş çünkü. Galiba hasarın yan etkisi. Olan bitenle her zaman sizinle paylaşacağım burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.